passing on a weary line. Hallihallo, wir sind Caro, Ida und Kim und Kiwi. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Hier seht ihr unser Dobby-Schild. Also die Hauselfen sind hier willkommen. Deswegen heißen wir ja auch Dobby. Ich zeige euch gleich nochmal so ein paar Harry Potter Gadgets, die wir eingebaut haben. Wobei es mittlerweile eher so zur Almhütte tendiert. Also ja, der Harry Potter Anteil ist nur noch gering sozusagen vorhanden. Wir wussten erst nicht, was es ist. Wir dachten, das ist irgendwie eine Regenrinne oder sowas. Aber es ist, wir wurden dann eines Besseren belehrt durch die Community. Das ist ein Futtertrog für Hühner. Und den gab es da auch zu kaufen und den haben wir, der war ursprünglich, war der hier oben und das, die Kräuter waren da und da war so Krimskrams drin, also irgendwie eine Taschenlampe und Taschentücher und das sah aber immer unordentlich aus, weil wir die Kräuter mittlerweile hier drin haben und deswegen ist es jetzt bepflanzt und hängt da. Das finden wir ganz, ganz schön. Das waren mal unsere, ich glaube unsere Schuhe waren da ursprünglich mal drin, ne? Das war mal ein Schuhregal, das haben wir aufgewertet. Das ist eine Schublade, die hat Kim komplett selber gebaut. Das ist nur ein Brett, das haben wir irgendwo gefunden. Und die Einteilung ist jetzt neu. Wir haben uns reduziert. Wir hatten vorher vierfach alles mit. Das braucht man nicht, weil man mich dann alles abwaschen muss. Weil man ja faul ist und alles liegen lässt. Deswegen gibt es nur noch alles in einfacher Ausführung. Ein Becher, eine Schale und so weiter. Genau. Und die parkt auch so ein bisschen. Ist so ein bisschen mit Charme, muss man sie zumachen. Und genau, das ist die alte Verkleidung, die der Transporter hatte. Die ist hier überall verbaut. Da haben wir mittlerweile nichts mehr. Das haben wir genutzt noch, das Holz. Das war ganz cool, sonst ist das ja auch alles ganz schön teuer. Und dahinter ist unsere Wasserversorgung. Wir haben 20 Liter Frischwasser und 15 Liter Abwasser. Und haben meist hinten noch einen Kanister 20 Liter mit dabei, um aufzufüllen und füllen um. Das reicht auch, weil wir ja nicht, leider nicht Fulltime hier drin leben. Genau, hier ist auch der erste Kocher drin. Der zweite Kocher, den haben wir oben noch im Stauraum. Und wir haben noch einen dritten Kocher tatsächlich auch noch für unterwegs. Das heißt, theoretisch können wir sogar drei flammig kochen, wenn wir das denn brauchen. Meist brauchen wir nur eine Flamme. Dann, was seht ihr hier noch? Unsere Spüle. Das war ursprünglich mal eine Plastikspüle, so ein Einbauset mit Pumpe, weil wir so wussten, ah okay, Wasserversorgung, wie machen wir das im Van? Dann haben wir so ein Set gekauft, irgendwie bei einem von den größeren Campinghändlern und haben das ja, damit besorgt und nach der ersten Reise hat das Waschbecken sich verabschiedet schon, weil es einfach fest verklebt war und da hier drin dann natürlich alles ruckelt und bei den ersten Strecken ist es dann gerissen und deswegen haben wir uns so eine alte Emaille-Spüle da reingemacht. Die haben wir ein Loch reingesägt und dann auch den Wasserhahn in dem Zuge neu gemacht. Das war eine ganz schöne Arbeit, weil das ist eigentlich so Rohre und da liegt ein Schlauch durch und den Schlauch da durchzukriegen war eine Katastrophe, weil das ja, nicht so viel Spielraum hat und natürlich keine Originalarmatur oder sowas ist, aber wir fanden das ganz nett und ja, mittlerweile ist hier der Anschluss, der war früher mal weiter weg. Also das ist ein Crafter, ein VW Crafter, L2H2. Mit den Buchstaben konnten wir auch erst gar nichts anfangen, bis wir dann verstanden haben, dass das für alle Transporter sozusagen, ne, die Länge und die Höhe sozusagen ist und dass es verschiedene Maße gibt. Ja. Das heißt, das haben wir schon mal gelernt beim Autosuchen und wir haben heute Morgen schon überlegt, wie wir dazu gekommen sind, ne, dass wir das machen wollten. Also wir fanden immer schon so Camping und Zelten und Natur und draußen sein, glaube ich, gut beide. Mhm. Das haben wir ja auch jahrelang gemacht. Genau, auch auf unserer Hochzeitsreise und sowas, da haben wir dann noch auf so einem kleinen Wurfzelt noch spontan dann gecampt, bei Gewitter und so. Das war cool. Deswegen war das irgendwie so eine Möglichkeit, das zu verbinden, glaube ich. Und dann haben wir irgendwann mal so frei Schnauze so einen alten, richtig coolen T3 uns angeguckt mit Hochdach. Der wurde gerade ganz neu gemacht und irgendwie mit der Karosserie wurde irgendwie neu überholt und so, lackiert und so. Und dann haben wir gesagt, ah, wollen wir das machen? Und das war uns irgendwie zu teuer und ja, und dann haben wir immer mal wieder geguckt. Und auch zu klein, ne? Ja, genau. Der Raum war einfach winzig. Ja. Und ja, und dann haben wir bei YouTube tatsächlich irgendwann die ersten Kanäle so gefunden und haben gesehen, ach krass, es gibt auch irgendwie noch so was anderes. Also wo so Bullis super cool sind, aber halt auch teurer und ja, älter. Und wenn man nicht so Kfz-mäßig so was drauf hat, ist das schnell noch teurer dann, ne? Werkstattmäßig. Ja, das ist unsere Toilette.
gerade mal aufgerufen. Genau, eine Trockentrenntoilette, die irgendwie eingebaut. Die Sitzbox war da auch früher schon. Das ist so eine alte Box, die hatten wir auch drin in der Wohnung. Die haben wir auch einfach benutzt, damit man nicht immer so viel Neues kauft und nicht so viel Geld ausgibt, möglichst, wenn es geht. Genau, und da haben wir die Toilette irgendwie dann konzipiert, dass das da reinpasst alles. Und es geht ganz genau, das ist die beste Klobrille der Welt. Die hat Kim selber gebaut quasi. Und die ist bequemer und schöner als jede gekaufte aus Plastik. Finden wir zumindest. Hier drunter ist unsere Kühlbox. Und noch so ein paar Küchensachen. Genau. Und dann war das eigentlich schon der Essbereich. Also das ist die Fahrtvorrichtung, die wir nicht benötigen, da wir das Bett immer aufgeklappt haben. Dann geht das einmal so runter, die Seite. Und die Seite aufklappen. Genau, und die Seite. Das wird hier so reingesteckt. Und dann ist hier die Tür. Da kommt dann die Matratze rein. 90 x 40 hat das Bett. Also wir haben ein paar Monate, werden wir dann noch wieder reinkriegen. Wir hoffen, es sind noch ein paar mehr. Wir schauen mal. Caro hat das komplette Bett so geplant, wie es jetzt hängt. Und das waren viele Ideen einfach. Man sieht ja immer mal im Internet was und ja, uns war einfach wichtig, dass wir es tatsächlich zusammenklappen können, damit man hier auch mal auf dem Bett gemütlich sitzen kann und nicht, ich sitze jetzt auch gemütlich, aber einfach mit mehreren Personen. Es ist ungefähr 1,80 breit. Wir haben hier die Aussparungen gelassen und es nicht verkleidet, nur mit Filz und in der Breite hat es 1,40. Das ist aber völlig ausreichend. Wir haben das Bett nicht bis ganz hinten gebaut. Das heißt, wenn wirklich schlechtes Wetter ist oder wir müssen mal hinten dran, kommt man von hier auch nach unten an die Garage. Wir haben hier noch ein Stück Matratze. Das kommt dann für nachts da rein in die Ecke. Einfach, dass die Kältebrücke abgedichtet ist und eine kleine Verlängerung noch da ist. Hier unten hat Kiwi ihr Schlafgemach. Das ist einfach eine ganz normale Klappbox, die wir verbaut haben. Wir haben das natürlich jetzt noch ein bisschen schöner gemacht. Wir hatten vorher eine größere Box da drin, aber die hat sie einfach nicht so genutzt. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, die kleinere hatten wir vorher in der Wohnung und jetzt haben wir einfach getauscht. Hier seht ihr unsere Garage. Da sind unsere Fahrräder drin, unter anderem jetzt wieder, weil wir mit Kiwi ganz gerne eine Runde Fahrrad fahren und Mountainbiken. Das haben wir tatsächlich, das verrate ich euch jetzt, alle denken mal, wir haben das genau perfekt alles geplant. Haben wir überhaupt nicht. Ihr seht ja vielleicht hier, dass wir das Bett so befestigt haben mit so einer langen Leiste und mit Nietmuttern. Das ist richtig bombenfest und hat halt genau diese Höhe, weil da ein Holm lang läuft, wo wir die Nietmuttern reinsetzen konnten. Und wir haben das Bett dann so gebaut und alles war cool. Und dann hatten wir die Fahrräder und wir dachten so, die teuren Fahrräder hinten auf dem Fahrradträger. Erstmal ein Fahrradträger irgendwie auch hässlich und dann die teuren Räder und dann bei Wind und Wetter und auf der Autobahn und so. Und dann haben wir geguckt, vielleicht passen hier rein und tatsächlich passt das genau. Das heißt, dadurch, dass das Bett, das hat Kim ja schon erzählt, nicht bis hier hinten gebaut ist, sondern diese 10 cm hat und dass es genau diese Höhe hat, passen einfach die Fahrräder darunter, was total cool ist. Leider nicht mit dem Auszug. Das ist das, was dann weg, also ein bisschen mühselig, das rein und raus zu machen. Aber dafür kriegen wir sie so komplett rein. Ja, hier ist jetzt gerade der Gymnastikball drin, wenn Ida mal so ein bisschen Geschaukel braucht. Das ist ganz cool auch. Aber da ist uns auch noch Stau. Und hier ist noch unser Ersatzwasserkanister. Jetzt gerade eine kleine Box für Kiwi. Und genau, da seht ihr Kiwis Schlafbox nochmal von der anderen Seite. Ida ist entstanden über eine Samenbank in Dänemark. Erzähl das doch erstmal. Genau, da haben wir uns überlegt, dass wir das tatsächlich in Dänemark machen, weil die haben eine Abstufung von den
wie nennt man das? Anonymitätsstatus. Ja. Also wir haben die ID Releases. Ja, wir haben uns überlegt, dass es für Ida einfach schön ist, wenn sie später erfährt, von wo sie kommt. Und dass sie das erfahren kann, wenn sie möchte natürlich. Und da haben wir uns für den offenen Status entschieden in Dänemark. Das heißt, Ida kann mit 18, wenn sie möchte, den Spender kennenlernen. Und die Samenbank hilft sogar bei der Vermittlung. Das ist halt anders als in Deutschland. Da ist es ein bisschen komplizierter. Da ist es viel anonymer alles. Also wir wissen auch nichts. Es ist für uns natürlich auch anonym, aber auch für die Kinder ist es in Deutschland ein bisschen schwieriger. Es geht dann übers Jugendamt. Das ist so typisch deutsch-bürokratisch. Und sowas ganz Offenes irgendwie aus einem Freundeskreis oder mit Foren oder so, da haben wir gesagt, das möchten wir nicht. Nee. Um auch rechtlich auf der sicheren Seite zu sein einfach auch und auch gesundheitlich und so. Also da spielt ja schon dann einiges rein. Also wir haben, ich glaube, 10 Seiten über den Spender mit Babyfotos von ihm. Und da kann man sich tatsächlich, es ist schon ein bisschen Katalog, mäßig, dass man sich den Spender aussuchen kann. Es ist tatsächlich so. Da muss man auch ehrlich sein, na klar. Ja. Guckt man dann nach Babyfotos und ja, guckt na nach süßen Babyfotos. Ja. Das ist ja auch so. Wenn das nicht gesagt wurde, wäre das gelogen. Ja, und da hat man wirklich einen Stammbaum. Bis zu der Großelternseite vom Hobbys. Spender, ne? Also wirklich alles bis ins Detail, ne? Es fängt an mit einer Beschreibung von der Samenbank, von der Klinik, also wie die den Spender sozusagen wahrnehmen und sehen. Das ist so eine ganze DIN A4-Seite und dann Fragen beantwortet und genau. Der Stammbaum war uns, wie gesagt, auch wichtig, dass man weiß, so wie ist so die andere Seite der die Generation sozusagen da. Ja. Ja. Und ein Brief, das war auch cool, ne? Bei dem offenen Status, dass viele der Spender haben einen Brief ans Kind geschrieben oder auch an die Eltern, an die werdenden Eltern. Das ist auch also sehr schön gewesen. Ja, genau. Ganz lieben Worten sozusagen. Ja. Im Hinblick aufs zweite Kind haben wir uns jetzt von demselben Spender Einheiten zurücklegen lassen, also im Depot anlegen lassen. Ein Geschwisterdepot. Und dann ist Kim dran. Dann bin ich dran. Wir haben eine Dusche für den Sommer. Durch diesen Standard 20 Liter Solarsack, den können wir da oben in der Öse hängen, ins Dach. Und dann kann man hier hinten duschen. Wir haben keinen Duschvorhang. Und da gibt es eine ganz lustige Story aus Norwegen. Da waren wir auf einem total schönen Stellplatz ganz allein und dann habe ich die Dusche oben eingehängt. Und wir kochen dann Wasser meist auf, weil wir zu ungeduldig sind, dass das ganze Zeit draußen hängt und warm wird in dem Solarsack. Das heißt, ein bisschen Wasser aufgefüllt warm und kaltes dazu gegossen. Und dann stand ich so hinten in Dobby mit so einem riesigen Blick auf die Fjorde und habe mich so geduscht. Und dann fiel uns danach ein, dass wir in der Nähe vom Preikestolen waren. Und das ist ja so ein mega berühmter Touri-Spot da. Und der war nur auf der anderen Seite vom Fjord, also nur so ein paar hundert Meter weg. Und ich stand halt so später, war so nackt hinter dem Van und habe mich geduscht und dachte danach nur so, ups, da waren bestimmt irgendwelche Touris mit Ferngläsern und so. Die haben einen schönen Ausblick gehabt. Hier seht ihr unsere Schuhhalterung. Die ist auch auf der ersten längeren Reise, also die waren nur 2 Wochen lang, wir sind jetzt nicht so ewig gefahren, entstanden, weil unsere Schuhe immer irgendwie überall rumlagen und wir hatten die erst unter der Küche. Aber da kommt man dann so schlecht ran und muss immer dann außen und die holen und sich anziehen. Und dann waren wir am ersten Stellplatz in Norwegen tatsächlich und da hat Kim irgendwie diesen schönen Stock gefunden. Und dann hatten wir den noch provisorisch mit so Restholz, was wir mit hatten, so eingeklemmt. Hier hat man noch die alte Kühlbox stehen. Und genau, dann haben wir zu Hause in Deutschland diese Halterung gemacht, dass wir diese langen Schrauben oder was, so Bolzen genommen haben. Die haben wir unten in der Konsole festgemacht und gegengekontert. Und da passen jetzt so sortiert unsere Schuhe rein. Und das ist ganz praktisch und so ein bisschen verbunden mit dem Souvenir wieder von einer Reise. Wohnung kündigen und ab. Ja, an sich schon, aber es ist halt wirklich schwierig mit den Jobs zu vereinbaren. Weil wir beide auch Jobs haben, die wir echt toll finden. Also wir würden, ja. Ich bin halt Lehrerin und Kim ist Altenpflegerin. Ja. Und das muss vor Ort stattfinden. Ja. Also dann in Bielefeld im Van zu leben, auf dem Parkplatz irgendwo, ja, das ist auch nicht cool. Also ja, wenn, dann muss das irgendein Job sein, den du von hier drinnen machen kannst sozusagen. Ja. Ne? Dann wäre das möglich, aber dafür lieben wir beide unsere Jobs so sehr, als dass wir irgendwelche Jobs umschulen würden oder sowas. Ne? Das ist Massivholz-Eiche, also so eine Eichenbohle. Die ist für den Hängeschrank, für die Türen. Genau. Das ist jetzt Idas Abteil. Und wir
haben jetzt mittlerweile eine Einteilung. Vorher war das alles irgendwie ein großer, langer Schrank. Und da müllt man sich dann doch ganz schön gut zu. Und jetzt haben wir Einteilung. Also haben wir Seitenwände und auch Wände für Fächer sozusagen. Und die Körbe, die hatten wir sowieso zu Hause noch. Die passen auch, wie das ist so typisch. Wir haben ganz viele Sachen irgendwie, wo wir sowas gebaut haben. Und dann finden wir was und dann passt das genau da rein. Total verrückt. Also auch hier haben wir nicht geplant, dass dieser Korb dann dahin passt, weil das genauso hoch ist. Sondern haben wir so festgeschraubt und haben gedacht, ja, trotzdem ist das Fach irgendwie trotzdem noch so groß. Und haben dann diese Körbe noch, auch drei Stück zu Hause gehabt. Also total verrückt, dass das alles irgendwie so passte. Genau, der Schrank ist auch ganz einfach konzipiert. Der hat einfach drei so Leisten. Eine hier vorne, eine hinten und dann eine hier oben. Und die hier sind genau dahin festgemacht, wo oben wieder Holme laufen, dass man halt nicht irgendwie durchs Dach schraubt oder so, sondern das sieht man hier auch. Wir haben hier mal genau da, wo die Schrauben so lang laufen. Da ist quasi unten drunter ein Holm, wo man dann die Schrauben reinhauen konnte. Und dann ist es von oben einfach ganz professionell mit Winkeln befestigt. Und von unten ist es wieder die alte Verkleidung, die halt in Dobby war, um das zuzumachen. Auch hier, das sind die letzten Reststücke jetzt von Dobbys früherem Leben sozusagen als Transporter, die hier fest sind. Genau, auch diese Trennwand und sowas, das war alles vorher die Seitenbekleidung sozusagen vom Transporterleben. Ja. Das ist, glaube ich, Douglasie, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auch Massivholz vom Tisch und von der Küche. Genau, das war ein Reststück im Baumarkt. Das haben wir ganz günstig mitgenommen. Und das wurde dann irgendwie die Rückwand der Küche. Hier kann man noch gar nicht sehen. Können wir unsere Küche noch erweitern. Das ist irgendwie so ein kleiner Traum und es entwickelt sich dann auch irgendwie alles. Also man muss nicht direkt den perfekten Plan haben und sagen, jetzt steht das Auto da und in nächster Woche ist das perfekt ausgebaut. Nee. Das ist so ein Prozess total. Und das Schöne ist, was ich am tollsten finde, also daneben, dass man natürlich dann die Freiheit hat, damit rumzufahren, aber man lernt total viel. Also ich habe ganz viel gelernt in den letzten zwei Jahren, Ausbau von der Kfz-Mechatronik und Elektrik und keine Ahnung, über Ausbausachen und auch sowas anzugehen. Ne? Das ist schon echt cool. Ich würde es immer wieder so machen. Auch definitiv, wenn das, ja. Natürlich Geld ist, was da reinfließt, was andere vielleicht in andere Sachen investieren, in andere Hobbys oder in, keine Ahnung, Bausparverträge oder, keine Ahnung, in solche Dinge. Ja. Das haben wir halt jetzt hier reingesteckt. Man braucht auch nicht, wer weiß was, wie viel Kohle vorher, auch nicht viel Werkzeug. Also wir haben tatsächlich, hier ist 80% alles mit einer Stichsäge ausgebaut. Mhm. Also wir haben lediglich diese Schranktüren, wo halt man 90 Grad tatsächlich braucht, damit das geht. Ja. Die haben wir mit einem Freund an der Kreissäge gesägt. Und auch da kommt man irgendwie dran, ne, wenn man das nicht hat. Baumärkte leihen mittlerweile total viel Werkzeug aus. Oder der nette Nachbar von nebenan, wo man dann wieder ein Abisoliergerät jetzt nochmal gekriegt hat und sowas. Und wir haben tatsächlich hier ganz viel ausgebaut mit der Stichsäge. Ja. Ganz, ganz viel. Und die haben wir gekauft. Ich bin so ein bisschen, also mein Papa hat ein Bauunternehmen von meinem Opa ursprünglich. Und ich bin so ein bisschen handwerklich geprägt durch meinen Opas. Mein Opa, der vom Bauunternehmen, habe ich so Hütten gebaut im Garten und sowas. Und mein anderer Opa ist so ein Bastelopa gewesen. Der hat, mit dem habe ich früher einen Catgar gebaut und mein Jugendbett. Und ich war früher eine kleine Skatergirl. Da habe ich mit dem eine Halfpipe tatsächlich gebaut für zu Hause. Beziehungsweise eigentlich waren es zwei Quarterpipes, die man zusammenstellen konnte zur Halfpipe. Und die wollten meine Eltern aber komischerweise nicht die ganze Zeit auf dem Hof stehen haben. Das heißt, die musste genau einen Meter breit sein, damit die durch das Gartentor passt. Und hatte so, das weiß ich jetzt erst zu schätzen, was für eine grandiose Konstruktion dahinter steckt. So ein Hebel-Hub-System hat Opa gebaut aus irgendwie Schubkarrenrädern, dass man die so hoch machen konnte. Und dann konnte man beide Quarterpipes durch das Gartentor fahren. Und mit so einem Klappsystem, was genau, das ist mir heute Nacht eingefallen, genauso ist wie das Bett verrückterweise. Also auch so zum Umklappen, da war das Geländer genau so konstruiert irgendwie, ja. Ganz crazy. Und genau, als der Opa dann verstorben ist, habe ich einen Teil, einen ganz kleinen Betrag geerbt und davon haben wir eine gute Stichsäge und ein gutes Schleifgerät gekauft tatsächlich. Tolles Andenken. Genau, das Andenken so ein bisschen und damit haben wir hier fast alles ausgebaut tatsächlich. Mhm. Das versuchen, dass man das macht, was einen glücklich macht.
Ich glaube, da fährt man ganz gut mit. Und da haben wir tatsächlich das Glück und sind sehr dankbar, dass wir das in unserem Leben erreicht haben, bisher so. Mhm. Ich glaube, dass das sich manchmal lohnt, dafür zu kämpfen und auch vielleicht so gegen so Widerstände zu gehen, die einen sonst, woher sie auch immer kommen, ob das von Freunden oder Familie oder von äußeren Sachen kommt, dass man da versucht, gegen anzugehen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt aber, weil eigentlich macht mich das, was ich gerade mache, nicht glücklich, aber ich glaube, das Neue wäre schöner für mich, dass man sich das traut. Häufiger das zu machen, was einem das Bauchgefühl einem sagt. Mhm. Und wenn es in die Hose geht, geht es halt einmal in die Hose. Dann war es das so. Ja, mein Gott, da lernt man auch draus. Genau.